Gian Paco, sì. Congratulazioni, avete giocato una grandissima serie contro l'Alpusteria, come la vede? Oh, sono contento ovviamente, sono felice per il giocatore, l'hanno dato tutto, stanno portando tanto entusiasmo, tanto energia allo stadio tutti i giorni e guarda, felice per loro più che altro. Vi aspettavate una serie così corta? No, assolutamente di no. Pensavamo a una serie lunga e duro, invece, per fortuna la squadra ha sempre giocato costantemente, quindi complimenti di nuovo alla mia squadra. Adesso con questa serie siete favoriti per il campionato? Oh, guarda, non so chi è il favorito, dobbiamo ancora vedere chi vince l'altra serie e dopo adesso quando arrivi in finale qualsiasi cosa può succedere nel bene e nel male, quindi noi verremo allo stadio tutti i giorni a giocare sperando che vada bene. Però se adesso potresti dire chi sceglieresti tra il Cortina e il Valpellice? Boh, guarda, non ho avuto neanche tempo a pensare, ecco, chi capita fa lo stesso. La chiave per vincere questa serie di semifinali qual era? L'energia che hanno portato allo stadio tutti i giorni, hanno pattinato tantissimo, abbiamo pressato per 4 partite in fila e ci è andato bene, dai. E 2 parole per la tua prima linea? Ah, è fantastico, ovvio, ma è tutto il campionato che giocano così, quindi non mi rispettavo niente di diverso. Grazie. Oh, it's hard now, just... Just after a hard game, what was the difference? Well, I thought we played pretty well, you know, had a good start to the game. We had some lots of good chances tonight. Got to give their goalie credit. He made a lot of big saves for them. You know, every game we had close to 50 shots, and he played very well. And he's hard to beat right now. And the difference, I think, their first line did a great job offensively for them. I mean, they're really playing really well at the moment. And on their power play, they're very, very good. You know, that power play with the top line with Borelli and Sullivan. It's a really good power play, and we did everything. We tried everything to keep them off the score sheet, but they moved the puck around very well. The power play of Pustertal was not so pretty. Well, I mean, our percentage wasn't so bad in the playoffs, but we it's probably been a bit of our weakness this year has been our power play, our inability at times to score goals. We've lacked a bit of firepower up front. The effort's always been there. The guys have always worked hard and always given me as a coach 100% every game. You know, that I can't complain about. We've just struggled a little bit to put the puck in the net. I mean, we get 50, 60 shots a game, and we win games 3-2, so, or 4-3. So it takes a lot of shots for us to score, and we had a lot of shots in the semifinals. We just struggled to score. So how much are you disappointed right now? Well, very disappointed, of course. You know, we all want to win, and we all want to go to the finals and win, and... you know, hockey sometimes throws you some strange things, but you know, you have to give Asiago credit. They're playing very well, and everything's working for them right now. Are they now the favorites to win the title? Well, I don't know. I mean, who knows? I'm not quite sure what's happening in the other series tonight. I don't know who won, but if they keep playing like that, they're going to be very difficult to beat. That's for sure. Thank you, Bowman. Die Enttäuschung groß? Na, sicherlich, die Enttäuschung ist riesig. Das Problem ist das einfach, dass wir im Pustertal leider schon ab Juli Playoff haben und wir haben nie einen Spieltag locker spielen können. Die Buben sein und alle, wir selber sein unter Druck die gesamte Saison und das kann man nicht aushalten, die ganze Saison. Irgendwann kommt man mal ein Tief und leider wird es, wir haben das Tief jetzt in Semifinale gehabt und das haben wir brutal teuer bezahlt, was wir gespielt haben, das war unter jeder Würde und unter jeder Kritik. Leider Gottes brutal Individualfehler, wir haben es nicht mehr aufgerafft und leider Gottes, heute hat es ausgeschaut, als ob wir 2/3 mitspielen könnten und haben wir wieder gewaltige Individualfehler gemacht und das kann man in einer Semifinale nicht bieten. Nicht.
Das passt total also am Druck zerbrochen, am Druck, den man sich selbst auferlegt hat. Hundertprozentig, weil das Problem ist das bei uns, wenn zwei Spiele schlecht spielst, nachher bist du unter der Kritik. Wenn drei Spiele hintereinander verlieren tätest, dann kommen die Leute ins Stadion immer und das kann einfach nicht gehen. Alle anderen spielen einmal locker, können mal Mannschaft und Spieler tauschen und ein bisschen locker reingehen. Nicht hundertprozentig die ganze Saison mitspielen und haben halt die Kräfte und die mentale Reserve noch, obwohl die heiße Phase kommt nicht. Und das leider Gottes bezahlen wir unheimlich teuer nicht und das geht einfach nicht so nicht. Jetzt ein Ausblick aufs Finale: Ist Asiago mit dieser Halbfinalserie zum Favoriten für die Meisterschaft geworden? Na, sicherlich, sie haben eine kompakte Truppe. Jetzt haben sie noch einen Italiener dazugekriegt in Morelli. Das ist für mich unverständlich, dass man während der Saison noch die Transferschluss und noch die ganzen Tesseramenti-Schluss auch als Italiener erklären kann. Das ist allein italienisch Eishockey, aber nichtsdestotrotz, sie sind der verdiente Sieger und sie werden sicherlich ein schönes Finale spielen. Die ersten vier Mannschaften sind alle vier weggefallen, die ersten vier nach der Master-Round. Kann das etwas mit dem Modus zu tun haben? Ja, absolut nicht. Das, was ich vorher gesagt habe, nicht. Wenn du unter die Top spielen musst und die Alben beweisen musst, wir haben auch in der Master-Round Top spielen müssen und Top kämpfen müssen, dass wir oben bleiben, dass wir die Playoff-Plätze auszuspielen und wir haben sie selbst zerfleischt. Nicht? Das ist einfach so. Leider Gottes, es soll keine Entschuldigung sein, aber das haben wir teuer bezahlt. Ja. Okay. Danke, Roman. Ja, wieder. Armin, danke, dass du so kurz nach dem bitteren Ausscheiden rauskommst. Gott, einen kurzen Kommentar zum Spiel heint, aber auch zur gesamten Halbfinalserie. Irgendwo hat sich das ja in dem Spiel wieder gespielt, oder? Ja, das war heint wieder mal so, wie soll ich sagen, ein Grausspiel. Also, wir haben gut angefangen, haben wir den Start gut gemacht. Wir sind nach dem ersten Drittel 0-0 außer, was wir eigentlich gewählt haben. Und danach, ja, danach schießen sie ein glückliches Tor. Und gleich danach ist das zweite. Und ja, zum Schluss alles nach vorne. Und haben das sie natürlich ausgenutzt. Noch ein paar Powerplay-Tore obendrauf. Weil wir, so. Ja, momentan, es ist schon einfach, waren die vier Spiele, die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache und sagen eigentlich alles aus, wie wir es da präsentiert haben. Und natürlich, wenn wir das ganze Jahr oben drauf sein, sicher so in einem Halbfinale zu präsentieren, das darf man erstens mir selber nicht tun, die zweitens sind die Leute und dein Umfeld und alle, die was sogar freiwillig für die Mannschaft arbeiten. Es ist momentan, bin ich sehr enttäuscht und recht viel kann ich da nicht, momentan nicht sagen. Leider. Zwei Worte zu dem Spiel, zu der Serie. Ja, ich denke, dass wir. So haben sie sicherlich verdient gewonnen. Sie waren so disziplinierter wie mir. Sie haben die Chancen, die sie gehabt haben, haben sie genutzt. Also da kann man nicht lange drum reden. Wir haben das Beste versucht, das ist leider nicht gegangen. Und werden sicherlich nächstes Jahr versuchen, das wieder wegzumachen. Der Roman hat gesagt, es hat vom ersten Spieltag an einen großen Druck gehabt. Hat die Mannschaft den Druck nicht standhalten gekannt jetzt bis zum letzten? Ich glaube, an selber scheitert es eigentlich nicht, denke ich. Man spielt ja auch damit, um einen Druck zu haben. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für jeden Spieler und ich glaube, das gehört dazu. Sicherlich ist das, also es gehört einfach zum Spiel und den Druck haben wir anscheinend nicht standgehalten und so ist es halt so gegangen. Danke.